Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Bergungsaktion anzunehmen bei Simon Chandler im Schattenhochland an dieser Stelle in der Burg Twin im ersten Stock. Vorquest war, Gufdwan wartet. Hallo, schönen Tag auch. Und ab geht es. Wir sollen geborgene Vorräte finden oder aufsammeln. Schaut mal, hier sieht man auch die Burg von außen. Dann geht es jetzt ins Questgebiet. Und natürlich sind im Questgebiet auch Gegner. Die schwimmen da so umher. Und da sehen wir auch schon die geborgenen Vorräte. Hier heißen die Vorgesogene. Okay, die sind vorgesogen. Jetzt sind sie geborgen. Achtung, ihr seid unter Wasser. Ihr verliert Luft. Achtet auf euren Luftbalken, sonst kann es sein, dass ihr ganz flott erstickt. Oh, das sind ziemlich viele Vorräte in diesem Schiff hier. Also ganz unten. Da bin ich jetzt schon bei 5 und brauche nur noch 3. Sehr gut, haben wir hier auch noch was? Nee? Ist hier was nachgespawnt? Nee. Ich schaue mich hier mal um. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob hier was wäre. Ich hole mal Luft. Und dann geht's weiter. Da unten ist noch was. Ah, schaut mal, die zwei sind ziemlich nah zusammen. Dann nehme ich noch die zwei. Oh, das sind sogar 3 ziemlich nah zusammen. Sehr gut fürs Video, dann dauert es nicht so lang. Ich fange mit diesem an. Ja, Mobs könnte man auch unterbrechen. Ui, Random Loot. Leider Stoff. Dann bin ich bei 7 von 8. Ich hoffe, der Mob edit nicht. Ne, tut er nicht. Und dann berge ich noch diese Vorräte. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Das Ganze ging doch ziemlich flott. Flotter als gedacht. Ich dachte, ich muss einen Haufen Gegner besiegen dafür. Nun geht es hier in diese Burg, egal ob von links oder rechts, total schnuppe. Quest ist abzugeben bei Simon Chandler im Schattenhochland an dieser Stelle. In der Burg Twin im ersten Stock. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr auch gerne mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschüss.